Ohne, heute bin ich nicht der Marc, heute bin ich Robert. Du bist. Nee. Doch, ja! Müsst ihr eigentlich bei euch der Produktionsfirma auch ein paar Lügendetektor-Tests über euch ergehen lassen? Hast du nicht mal so, habt ihr nicht mal so einen Lügendetektor-Test mal machen zu lassen? Also ab und zu mal schon. Also meine Aufgabe ist es natürlich, auf die Bühne zu kommen. Cool, natürlich. Und meine Klappe zu halten. Fritz, ich kann nur sagen, der Typ ist durchgeknallt. Hallo Zielgruppe, herzlich willkommen wieder zu eurer Lieblings-Event-Comedy der Woche. Heute befinden wir uns hier in Hamburg. Ja, der Bundesmoderator wurde nach Hamburg eingeladen und trifft dort, ja, das Gesicht der Sat.1 Daily Talkshow Brit. Nein, nicht Brit, sondern Marc. Ja, der mit dem Silberkoffer. Und der sitzt gleich hier bei mir im Interview. Ja, und nun ist er hier, den langen Weg von Hamburg nach Hamburg. Hier ist Marc, der Silberkoffer, bitte. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99999% bist du der Bundesmoderator. Hey! Die Antwort ist wahr. Hallo, das ist nun Marc mit dem Silberkoffer. Hier, bisschen kleiner heute, aber trotzdem aus Silber. Extra für dich mitgebracht. Wir haben die Fakten doppelt und dreifach drin. Ja, da komm in meine Lounge. Okay, wieder. Ja, Marc, dass du hier bist in Hamburg. Du wohnst in Hamburg, oder? Ja, herzlich willkommen in Hamburg, ja. Ich freue mich, dass ihr da seid. Auf der großen Freiheit, hä? Ja, 36, heute ein ganz besonderer Tag für mich. Warum? Eine Charity-Party, die ich moderieren darf. Ohne Silberkoffer, sehr wahrscheinlich. Ohne. Heute bin ich nicht der Marc, heute bin ich Robert. Du bist, nee. Doch, ja. Wie, du bist Robert? Ja, ich bin der Robert. Moment mal. Du kannst nicht Robert sein, du bist doch Marc. Naja, für die Zuschauer natürlich, bei Brit bin ich als Marc mit dem Silberkoffer bekannt, aber mein richtiger Name heißt Robert. Ich sehe schon draußen die ganzen Teenies erstmal häscheln und sagen, hä, wie Robert, das war doch immer unser Marc. Ich bleibe für die Fans immer der Marc. Also es ist für mich kein Unterschied, ob ich Robert oder Marc bin. Meine Aufgabe ändert sich nicht und ich freue mich wirklich, dass wir bei Brit so viele tolle Zuschauer haben, so hohe Einschaltquoten und ich hoffe nur, dass es immer so bleibt. Genau, viele denken sich auch, wie das Einschalten, wer ist dieser junge Mann, wie der junge Mann mit dem Silberkoffer. Er ist aus der Sendung Brit. Brit ist natürlich die Daily Talkshow Nummer 1 noch übergeblieben. Ja. Und es hat nicht Marktanteile bis zu, was weiß ich, 25%? 21% teilweise und 13 Uhr. Und das finde ich wirklich super. Aber nicht, das sind Gäste, das sagen wir so, das sind Gäste, die kommen mit ihren Problemen nach Brit. Richtig. Ja. Und lassen diese von Brit lösen. Also ich oder weniger lösen. Doch, ich denke, also bei den Sendungen, wo ich dabei bin, die Sendung heißt BDA, also Brit deckt auf. Die, BDA? Ja, BDA. Schreiben wir mit diesen Abkürzeln. SDS, BDA, CDU, FDP. Ja. Und dort sind die Zuschauer wirklich echt. Ja, also da erlebt man manchmal Dinge, wo man sagt, oh. Da komme ich ab und zu mal auf die Bühne und denke, ich hoffe, die Ergebnisse sind positiv. Und dann kommst du mit dem Köfferchen und dann holst du die ganz strengen Testergebnisse raus. Wie zum Beispiel Schwangerschaftstest, Lügendetest, die gerne genommen Lügendetektortest. Ja. Müsst ihr eigentlich bei euch der Produktionsfirma auch ein paar Lügendetektortests über euch ergehen lassen? Unter dem Motto, wer hat meinen Kaffee ausgetrunken? Und da kommt Brit und da haben wir was vorbereitet, einen Lügendetektortest. Ich glaube, das ganze Team hat Angst davor und deshalb bei uns, bei Schwarzkopf, wird nicht gelogen. Hast du mal darüber nachgedacht, mal auch mal einen Lügendetektor-Test mal für sich selber zu machen lassen da? Oder gibt es da mal so Andenkungen von Kollegen? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht von Frauen, aber. So. Nicht lügen. Wirklich, echt? Ich will nicht wissen, was bei euch auf der Weihnachtsfeier los ist, ja? Du, also du würdest dich wundern. Also es ist sehr entspannt und manchmal ist es so, ja, einfach trinken, erzählen, wie es war, einfach so ein bisschen über das ganze Jahr sprechen.
Eigentlich sehr entspannt und langweilig teilweise. Was nicht mal so, habt ihr nicht mal so ein Verlangen, mal selber mal so einen Lügendetektor-Test mal machen zu lassen? Also ab und zu mal schon, also ja, aus Spaß einfach mal gucken, kann ich das Ding austricksen, ja? Aber der Junge, der das macht, der ist wirklich gut. Insofern würde ich das einfach jeden abraten. Wie bist du denn zum Markt gekommen? Wie hat Britt dich denn entdeckt? Es gab ein Casting und zu dieser Zeit, du warst als Schauspieler, muss man irgendwelche Durchstrecken überstehen. Und ja. Schauspieler, buchen in Deutschland. Ich habe eine Eva in Zürich in der Schweiz studiert, eine ganz tolle Stadt, wirklich tolle Menschen, die Schweizer. Und zu dieser Zeit hatte ich nichts zu tun, habe mich beworben und Britt hat sich dann für mich entschieden und natürlich als Marc. Genau. Wo war die Stellenanzeige? Wo hat man die lesen können? Das war über einen Arbeitgeber, für den ich dann tätig war und der auch Britt kannte. Der sagte, Mensch, hättest du das mal Lust zu machen? Ich sagte, du, wieso nicht? Und gedacht war das eigentlich für 2-3 Monate als Test. Mittlerweile bin ich jetzt 5 Jahre dabei. 2006. Nach 2007, aber dann. Ich konsumiere das immer. 2006. Er war 2007. Nein. Hallo, liebe 2012, Produktionsfirma. 2012 feiere ich jetzt 5 Jahre. Wollen wir schön groß feiern in den Sommerferien. Was bedeutet das? Du kriegst mal eine Sprechrolle bei Britt. Du hast einmal in der ganzen Zeit, durftest du einmal sprechen, weil Britt dir das Mikro runtergehalten hat. Warum auch immer, ich weiß gar nicht mal warum. Da durftest du einmal einen Satz sagen. Er redet uns nie. Also, meine Aufgabe ist es natürlich, auf die Bühne zu kommen. Cool, natürlich. Und meine Klappe zu halten. Aber so wie ich das gehört habe, wird sich das vielleicht irgendwann ändern. Also, du darfst mal Danke sagen. Richtig. Und hallo, lieber Zuschauer. Und hallo. Robert Kowalewski. Hier. Ich habe viele verschiedene Produktionen gemacht, ja, aber ich habe noch nie so ein richtig geiles Team erlebt wie bei Schwarzkopf. Die Leute sind super entspannt, vor allem Britt, eine tolle Chefin. Kann ich wirklich sagen, Britt. Top. Aber Britt will mich nicht kennenlernen. Wir hatten sie mal vor kurzem mal vors Mikro gehauen, ja. Da war sie richtig schön, ne? Die war ja kurz vom Entbinden. Kurz vor Platzen, ja. Und ich war ja echt stolz, weil ich bin ja echt, ich gebe ja zu, das gibt es auch bei Facebook oft, öfter mal zu, ich bin Fan von Britt. Ich gucke mir die Sendung jeden Tag an und freue mich immer, wenn dann BDR kommt, ne? Britt deckt auf. Dankeschön. Ich werde auch vor allem die Titel. Ihr habt ja immer Britt deckt auf. Ist ja so ein Standardtitel eigentlich bei der. Genau. Und dann kommt hier heimliche Väter. Und dann habt ihr 1000 Titel unter. Wer denkt sich diese aus? Gut, die Relaktion. Die Relaktion natürlich, klar. Und es gibt einfach. Die BDA ist die kommt sehr gut bei den Zuschauern an. Mhm. Weil bei BDA erfahren natürlich auch die Familien Geschichten, die für dich auch extrem wichtig sind. Und ich kann dir mal einen Fall erzählen, da war ein Vater zum Beispiel, der hatte 3 Töchter. Und bei der Ältesten war er sich nicht sicher, ob es der Vater ist. Und dann hat er in der Sendung erfahren, dass die 3 Töchter 3 verschiedene Väter haben. Also es sind Dinge, wo mir das selber auch wirklich tatsächlich unter die Haut geht, wo ich sage, oh Gott, hätte ich bloß ein anderes Ergebnis gebracht. Schlimmer finde ich dann die Aktion, wenn zum Beispiel die Mutter dann schon nicht mehr weiß, von wem die Kinder sind, weil das sehr wahrscheinlich halb Hamburg in Betracht kommt. Ja. Viel schlimmer finde ich zum Beispiel, wenn eine Dame auf der Bühne steht, die wurde getestet, ja, und es heißt, sie ist wirklich komplett durchgefallen in allen Fragen, also Lüge. Britt stellt ihr dann die allerentscheidende Frage. Was hast du denn uns und den Zuschauern zu sagen? Und dann sagt sie, eigentlich gar nichts, denn ich habe die Wahrheit gesagt. So in dem Moment finde ich einfach richtig toll, dass Britt sagt, alles klar, also wenn du uns weiterhin anlügen willst, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Finde ich super. Ja, eigentlich auch die Frage, wie geht's mit dir weiter? Ich habe jetzt tolle Projekte am Start. Und Big in Business, hier, Big in Business. Nee, heute ist immer die Charity Party zum dritten Mal in Hamburg. Erzähl die alte Freiheit. Was geht heute hier ab? Was ist wichtig? Mach Werbung. Ist ganz, okay, guck, ganz toll. Okay. Ja, das Herz hier am rechten Fleck. Heute erwarten wir 1200 Zuschauer. Die Organisation wird heute 20 Jahre. In den 20 Jahren haben wir mehr als 100 Millionen Dollar für die Kinderkrankenhäuser gesammelt und das heutige Thema heißt gesunde Mutter, gesundes Frühchen, gesundes Kind. Wir sammeln für Insulinpumpen für schwangere Frauen mit Diabetes. Ja. Aber wir wollen auch richtig feiern. Wir haben tolle deutschsprachige Künstler eingeladen. Wir werden viel Spaß haben. Ich werde nachher noch eine ganz tolle, richtig witzige Geschichte erzählen. Natürlich auch auf Deutsch. Ich moderiere die ganze Zeit auf Deutsch und Polnisch. Also polnische Veranstaltung, bitte. Polnische Veranstaltung. Ja, mittlerweile wird sie auch mehr Deutsch. Also es sind, ich glaube, so um die 400 deutsche Zuschauer dabei. Also ich freue mich einfach. Und vor allem für Hamburg ist es ein tolles Event. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, dass ich dabei bin. Vor allen Dingen haben wir, mein Kameramann Olli ist ja Halbpole. Olli
Ollis Halbpool erstmal. Hallo Olli. Hallo Olli. Hallo Olli. Ja, wir haben schon unsere Portemonnaies hier festgeklammert. Ja. Ich wusste, Auto ist draußen, alles fest. Ja. Liebe Zuschauer, das war auch der Grund, warum ich überlegt habe, dieses Interview geben oder nicht geben, weil ich genau wusste, dass diese Fragen kommen. Und Britt Schiss hatte und der hat dich vorgeschickt. Soll die Lage abchecken, ja? Das ist der Bundesterminator. Ja. Bundesterminator, auch nicht schlecht, hä? Finde ich genial, hallo? Was auch viele Fans gefragt haben im Forum ist, bei dir gerade, du hast immer so ein tolles Ohr, so ein Ohrteil bei der Sendung. Was hörst du da drüber? Oh, ist das nur fingiert? Okay, okay. Oder erzähl die Redaktion dir schweinische Sachen da drüber. Nee. Ach, guck mal, hier. Okay, da ich ein schlechter Lügner bin, pass auf. Das ist nur meine Attrappe, ja. Aber sobald ich natürlich auch in die Sendung mehr rein integriert werde, werde ich auch tun, werde ich angeschlossen sein und werde natürlich auch hören, was der Regisseur zu sagen hat. Du bist auch jung da, komm, du bist erst 5 Jahre da. Ja. 6 Jahre, ist doch zu jung. Also man sagte mir beim letzten Gespräch, nach 10 Jahren bekommst du deinen ersten Satz. Also hey, und nach 20 Jahren kriegst du noch Memories of. Darfst du dann auch auf Wiedersehen sagen? Und, ja. Wie viele Sendungen hast du gemacht, Britt? Wie viel warst du dabei? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich mal so, ja, so 200 bestimmt. Boah, Gott, ja. 200? Ja. Vor allen Dingen ist manchmal auch die Frage für uns, selbst wir als Fans denken uns manchmal, Britt deckt auf ist eigentlich eine ganz normale Sendung, wie jede Britt normalerweise Sendung ist, aber nur Britt deckt auf, dass du dabei bist. Ja. Weil Olli fragt öfter mal, kommt gleich der Marc, sag ich, nee, ist keine Britt deckt auf Sendung, sondern eine ganz normale Britt-Sendung. Ja. Aber auch natürlich, wenn ich nur mal bei der BDA bin, alle anderen Sendungen mit Britt sind interessant und haben eine ganz hohe Einschaltquote, aber es lohnt sich reinzuschauen. Und für die Zuschauer, die natürlich etwas mehr über mich erfahren wollen, kann ich nur sagen, www.robert-kowalewski.net. Unter dieser Adresse gibt es meine Homepage. Da könnt ihr gerne schreiben und sagen, hier Marc, ich würde da gerne, oder Robert, Marc, sucht euch aus, Marc, Marc. In Ordnung. Hier Marc, pass auf, ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auf die Bühne kommst und dies und das machst. Oder schreibt mir einfach und sagt, nee, diese Sendung hat mir doch nicht gefallen. Ich fand das nicht so gut, also das nächste Mal warst du viel besser. So, aber ich dachte, du warst viel besser, du hast den Koffer besser reingetragen. Ja, aber es gibt tatsächlich auch Zuschauer, die sagen, ja, aber ich glaube, bei der letzten Sendung warst du besser gelaunt. Da hast du besser gelacht. Echt? Ja, also so, das, also ich finde Intellektuellen sagen. Bei euch, die gibt's bei mir noch nicht mal. dazu sage ich, nein, ich glaube, jeder Zuschauer, der jetzt Britt schaut, egal jetzt welcher Zuschauer, für jeden Zuschauer sind wir dankbar. Dito. Er liebt dich auch, Britt, wir wollen von dir ein Kind. Sie hat schon 2, nein, das können wir nicht machen. Wir kriegen noch drittes, viertes hin. Nee. Oh, werde ich noch gefeuert, hör auf. Auch wir müssen eigentlich mit Britt auch mal einen Schwangerschaftstest machen, ne? Nee. Nicht Schwangerschaftstest, erstens mal diese. Jetzt ist doch Schwangerschaftstest, heißt das doch bei euch? Oder? Vaterschaftstest. 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 Du guckst die Sendung. Das Wort nicht ein. Kennst du das mal? Das Wort fällt dir nicht ein. Aber ich finde auch so toll, was bedeutet das? Komm, ich weiß, du hast nicht mal so viel Zeit, aber ist mir jetzt egal. Ja, ich muss gleich auf die Bühne. Ja. Britt macht ab und zu mal, was bedeutet das? Ist das auch so indirekte Sprache für die Regie? Da macht sie öfter mal so. Hm. Ja, guck mal. Nee, also da, ich glaube, das ist ein Moment, ich komme sofort, das ist der Moment, wo, ich glaube, hallo Interview! Ich glaube, das ist der Moment auch, wo Britt auch sich wirklich auch manchmal zusammenreißen muss, wenn der Zuschauer nicht ehrlich sind. Und sowas merkt sie, das macht sie nicht seit gestern und sie mag einfach nicht, wenn sie verarscht wird. Wir müssen jetzt, glaube ich, zum Schluss kommen, leider. Ja, jetzt kannst du kurz noch mal eine kleine Empfehlung für die Britt, ja, dass ich gerne mal mit Britt ein Interview hätte, ein ausführliches Interview, nicht nur mal kurz zwischen Tor und Angel, wie wir das schon mal hatten vor kurzem, sondern ein ganz kurzes Interview, so mal so von 20 Minuten. Wie kannst du mal kurz eine Empfehlung geben? Marc. Nee, hallo. Das bist du. Britt, ich kann nur sagen, der Typ ist durchgeknallt. Er ist aber harmlos. Wenn er wieder in Hamburg ist, vielleicht kommt er denn. Ich glaube. Wenn ich wieder mal in Hamburg bin. Okay, Marc. Danke dir, Marc. Marc, ich danke dir. Ich muss los auf die Bühne. Und ich wünsche euch ja, danke schon. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß. Den haben wir auch. Danke dir. Das war Marc, der Silberkoffermann. Der geht in den Silberkoffer, bringt die ganzen Ergebnisse weg. Ja, wow. Ja, das war nun unser Starshack mit Marc und dem Silberkoffer. Und jetzt haben wir gelernt, Marc heißt eigentlich gar nicht Marc, sondern Robert. Damit müsst ihr jetzt zu Hause zurechtkommen. Schreibt ein zweiteiliges oder ein zweiseitiges, vor allen Dingen zweiseitiges Referat und schickt mir dieses unter e-mail@bundesmoderator.de. Das war's auch nun. Ich gebe nun ab wieder an die angeschlossenen Sendeanstalten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie man hier in Hamburg so schön sagt, tschüss. Thank you.